Wenn du den Huarachi bekommst, das ist der Huarachi Classic mit dem Band mit dieser Schnalle, dann beachte bitte Folgendes. Der Huarachi Classic ist auch vorgeschnürt und du nimmst dir einfach das vordere und das hintere Fersenband. Und jetzt geht es erstmal darum, diesen Sandalen für deine Füße zu justieren. Und jetzt ist es wichtig, dass du hier die Schnalle löst und das Ganze ist auch wieder nur ein Band. Du hast hier vorne die Möglichkeit, das Band auch fester zu ziehen, indem du hier einfach nochmal rausgehst und auch nachziehst. Du solltest ungefähr 2 Finger breit locker darunter legen können, sonst schnürt der Sandale ein. Dann hast du hier das Fersenband und da solltest du darauf achten, dass das Band ganz leicht über der hinteren Sohle ist, weil sonst rutscht das Fersenband. Also rutsch einfach ziemlich weit nach hinten und auch hier nicht zu eng. Und wenn du merkst, du brauchst es ein bisschen enger, kannst du hier unten ziehen und ziehst hier am vorderen Band. Dieses vordere Band legst du jetzt hier drauf nach vorne, drunter. Und jetzt hier öffnest du diese Schnalle und steckst dann hier das Band einfach rein und ziehst relativ fest, sodass es ungefähr so aussieht. Du solltest jetzt nicht zu fest ziehen, dass es so aussieht, aber du solltest so einen ganz guten Zug haben, dass du hier vorne einfach wieder 2 Finger unter dieses Band legen kannst. Und dann schließt du die Schnalle und kannst dann hier den Senkel kürzen. Viel Freude mit diesen Sandalen!